Ja, liebe Jugend, ich bin sehr froh, dass ich heute so viele Jugendliche hier begrüßen darf. Ist hier mein letztes Jugendtreffen, wo ich als Jugendlicher dabei war. Das liegt jetzt 34 Jahre zurück. Und ich weiß, ich bin auch damals nicht immer zum Jugendtreffen gefahren und unbedingt mit dieser vielleicht riesen Verlangen, jetzt etwas von Gott zu hören. Manchmal war es Neugierde, manchmal... Es war halt immer interessant, so viele Jugendliche zu treffen, die Vorträge zu hören. Aber wisst ihr, das Allerwichtigste ist, dass Gott zu uns spricht. Wir haben heute das Motto dieses Jugendtreffs oder dieser Vers, ich möchte ihn einmal vorlesen. Das ist aus Hebräer 12, Vers 28. Das ist der Vers, über den es heute den ganzen Tag gehen wird. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Liebe Jugend, wir merken immer mehr und wir hören es fast jeden Tag in den Nachrichten, dass das, was wir sehen, das, was erschaffen ist, es ist erschütterlich. Wir hören in den Nachrichten Erdbeben, wir hören Überschwemmungen, wir hören Krieg mittlerweile immer öfters. Ich bin gestern mit einem ukrainischen Bischof unterwegs gewesen im Auto, der hat uns erzählt aus erster Hand über die Kriegshandlungen, die dort in der Ukraine stattfinden. Das, was sichtbar ist, was gemacht ist, das ist erschütterlich. Aber die Bibel spricht von einem unerschütterlichen Reich, das wir empfangen wollen, sollen. Und wenn wir es empfangen wollen, dann müssen wir so leben, in Scheu und Furcht im Herrn dienen. Das ist das Thema des heutigen Tages. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir heute hören, was Gott uns zu sagen hat. Ich denke, gerade wir in dieser Zeit brauchen wir alle Orientierung. Ihr habt es alle festgestellt, dass heute gerade auch im christlichen Denken die Schere immer weiter auseinandergeht. Es gibt Gemeinden, die Gott dienen, da sind die Gottesdienste eher eine Disco-Veranstaltung. Und man ist manchmal hin und her gerissen und denkt, was ist überhaupt richtig, was ist falsch? Wie sollen wir Gott wirklich dienen? Wir brauchen Orientierung, wir brauchen Leitung durch den Heiligen Geist. Geschwistern, und Gott will es heute uns geben. Deswegen wünsche ich euch allen, dass wir alle heute ein offenes Ohr haben. Ich habe letzte Woche über die Sendschreiben in der Offenbarung gepredigt. Und dort spricht Jesus 7 Gemeinden an. Jesus direkt spricht die Pastoren und die 7 Gemeinden an. Und am Ende jeder dieser Ansprache, dieser Ermahnung, dieses Zurechtweisens, dieses Lobes, sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Stimmt's? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und liebe Jugend, das wünsche ich uns heute allen, dass wir hier heute sitzen und hören, was der Geist uns zu sagen hat. Das ist es, worauf es ankommt. Nicht, was irgendwelche Menschen uns erzählen, sondern dass der Geist Gottes uns Richtung gibt. Und wir sehen, Jesus ist da sehr konkret. Der hat zu der ersten Gemeinde, spricht er zur Gemeinde in Ephesus, die viel gearbeitet hat, richtig gewirkt hat, eine sehr tolle Gemeinde, aber Jesus sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Du Buße. Du hast die erste Liebe verlassen. Und ohne Liebe ist alles nichts, sagt Paulus. Zur zweiten Gemeinde in Smyrna sagt er, du wirst leiden müssen. Du wirst ins Gefängnis. Viele von euch werden ins Gefängnis kommen. Sei getreu bis an den Tod. Dann wirst du die Krone des Lebens empfangen. Dritte Gemeinde, Pergamon, sagt er, du hast Leute dort, die der Lehre Biliams folgen. Der hat Balak gelehrt, die Menschen zu verführen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Das ist das, was heute passiert, rings um uns herum. Gemeinde in Thyatira ebenfalls. Er hat gesagt, aber ich habe noch gegen dich, dass du Isabel duldest, die Heiligen verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Jesus spricht ganz konkret die Dinge an, die nicht korrekt sind in diesen Gemeinden. In den nächsten Gemeinden, in Sardes, sagt er, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Geschwister, das sind ernste Worte, die Jesus zu diesen Gemeinden spricht. Philadelphia, du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ein wunderbarer Trost für diese Gemeinde. Und die letzte, Laodicea-Gemeinde. Geschwister, das Schrecklichste, was Jesus dort zu dieser Gemeinde sagt. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und ich brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Und zu jeder Gemeinde sagt er,
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Jugend, mein Wunsch ist es, lasst uns aufstehen und beten von ganzem Herzen. Herr, gib mir heute offene Ohren. Mein Wunsch ist es, wenn ihr heute Abend schlafen geht, egal ob vor Mitternacht oder nach Mitternacht, dass jeder weiß, das hat Gott zu mir heute gesprochen. Dass jeder weiß, das hat der Heilige Geist mir heute zu sagen gehabt. Geschwistern, dann war es ein richtig guter Tag. Dann war es wertvoll, dann hat es sich gelohnt, hierher zu kommen, wenn der Heilige Geist dir heute etwas zu sagen hat. Und er hat dir etwas zu sagen. 100%. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist, dass Jesus heute jedem etwas sagen will. Lass uns aufstehen und darum bitten, dass wir wirklich offene Ohren haben und hören, was der Geist den Gemeinden sagen will. Und wir haben heute einen wunderbaren Leitvers mit so viel Inhalt, mit so viel Kraft. Und wir werden ihn hören in vier Themen. Und das erste Thema haben wir genannt Teilhaber eines unerschütterlichen Reiches. Wir lesen nochmal gemeinsam diesen Leitvers. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Ich habe meine Predigt unterteilt in drei Punkte. Ich habe dieses Thema getrennt in den ersten Punkt. Das Unerschütterliche wird kommen. Der zweite Punkt, der oder die Unerschütterliche wird es empfangen. Und werde schließen mit dem dritten Punkt, lass dich nicht erschüttern. In diesen Themen, in diesen Bereichen werden wir uns jetzt bewegen und wir werden sehen, dass das Ganze wie ein roter Faden hier durch das Wort geht und dass eigentlich dieser Vers, dieser 28. Vers, alles das zusammenfasst, was der Schreiber hier im gesamten 12. Kapitel sagt, das, was der Heilige Geist ihm aufs Herz gelegen hat. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, das Unerschütterliche wird kommen. Wenn wir über diesen Bereich sprechen, ja, diesen ersten Teil, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, müssen wir unbedingt den Vers davor mit dazu nehmen, den 27. Vers, weil es das einleitet, weil es die Einführung ist eigentlich zu diesem Thema, Teilhaber zu sein eines unerschütterlichen Reiches.
Da heißt es im Vers 27, aber das noch einmal zeigt, dass das Erschütterliche verwandelt werden soll als solches, das geschaffen ist, damit das Unerschütterliche bleibt. Die Bibel verschweigt nicht die Tatsache, verschweigt nicht den Plan Gottes, den er hat für diese Erde. Von ersten Menschen an bis zum Errichten dieses Reiches, von dem hier die Rede ist, hat Gott einen roten Faden und er wird sich buchstäblich erfüllen. Der Plan Gottes läuft. Alles, was um uns herum geschieht, muss so geschehen, weil Gott es in seiner Allmacht und Allwissenheit so gefügt hat. Und wir lesen das dazu, zu dieser Tatsache, ja, wir sagen, das Unerschütterliche wird kommen. Wir lesen in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10 schreibt der Apostel, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke darauf werden ihr Urteil finden, heißt es hier, die andere Übersetzung sagt, werden verbrennen, werden vergehen. Und genau das ist das, was der Hebräerschreiber hier nochmal betont. Er sagt, das Unerschütterliche wird kommen. Offenbarung sagt uns auf 21,5, sagt Jesus, siehe, ich mache alles neu. Ich werde das verwandeln, es wird nicht mehr sein. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Johannes sagt, ich sehe und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Das bedeutet, dass alles, was wir um uns herum wahrnehmen, die ganze Erde, die ganze Schöpfung, so wie wir sie jetzt sehen, wird einmal nicht mehr sein. Und die Bibel spricht, es ist ein Fakt. Es ist unumstößlich. Man kann es nicht ändern, man kann es nicht bremsen, man kann es nicht stoppen. Diese Erde wird vergehen. Und allein aus dieser Tatsache heraus ergeben sich für uns viele, viele wichtige Wahrheiten. Es lassen sich wirklich viele Dinge ableiten für unser Leben. Wenn wir das verstehen, wenn wir das wissen, dass alles das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir empfinden, keinen Bestand hat, nicht von Dauer ist, dann sagt Jesus, als er auf der Erde war, in Matthäus 6, 33, trachtet dann doch nach diesem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles in eurem Leben soll diesem Reich untertan sein. Jede Entscheidung eures Lebens, jeder Bereich eures Lebens, ob es den Dienst betrifft, die Finanzen betrifft, ob es die Kleidung betrifft, egal was es uns, was es mit uns macht. Er sagt, unterordnet jedem Bereich diesem Reich. Wirkt so, trifft eure Entscheidungen so, dass es diesem Reich dienlich ist. Und hier sagt der Hebräer, das tut in Bezug oder in Voraussicht dessen, dass etwas Neues kommen wird. Etwas, was nicht vergehen wird. Und jetzt ist die Frage, wie ist das messbar? Wie ist es messbar in deinem und in meinem Leben? Wie ist es sichtbar in deinem und in meinem Leben, dieses Reich? Ich denke, es ist messbar vor allem in der Zeit, die wir diesem kommenden Reich widmen. Es ist messbar in unseren Prioritäten, die wir in unser Leben setzen. Wie viel Zeit widme ich persönlich diesem unvergänglichen kommenden Reich? Und wie viel, Klammer auf, Bildschirm, Klammer zu, Zeit, widme ich eigentlich dem, was erschütterlich ist, das, was es hier heißt, was vergeht, was verbrennt, was keinen Bestand hat. Ich beobachte Menschen in meiner Umgebung, im Berufsleben, im Alltag und überall. Womit verbringen Menschen ihre Zeit? Sie verbringen ihre Zeit mit Arbeit, mit Vergnügen, mit Reisen, mit Geld anhäufen, mit Medien und das in vollen Zügen. Ich habe mit meinem Kollegen gesprochen, da ging es um Fernsehen und ich sage, ist dir eigentlich die ganze Zeit da nicht zu schade? Und er guckt mich an, nein, ist doch eine wunderbare Sache, nach der Arbeit an dem Fernseher, vom Fernseher ins Bett, aus dem Bett auf die Arbeit, von der Arbeit an den Fernseher. Ich möchte uns heute etwas sagen. Diese Menschen haben nur dieses eine Leben. Diese Menschen haben nichts anderes. Sie haben keine Bewandtnis. Sie erwarten kein anderes Reich. Für sie, ihr Leben wird untergehen mit dem Reich dieser Welt. Ihr Leben wird genauso vergehen wie das Reich, in dem sie leben. Und sie deswegen geben sie die gesamte Lebenszeit in dieses Reich hin. Sie versuchen, etwas zu gelten.
Sie versuchen, etwas zu besitzen. Sie versuchen, Einfluss zu üben. Ja, wir haben jetzt diese Woche, ja, ist die englische Monarchin gestorben und die ganze Welt redet über diese Person und sagen, das war eine Jahrhundertperson. Es war jemand, der etwas bewegt hat, der etwas geschafft hat. Aber ihre Zeit ist abgelaufen. Für sie ist das Reich vorbei. Alles, was sie gewirkt hat, hat sie in den Wind gewirkt. Wie sieht es denn dann bei uns Christen aus, die wir ja eigentlich wissen, dass das alles mal vergeht? Dass das Ganze erschüttert wird? Dass das eigentlich überhaupt keinen bleibenden Wert besitzt? Ich befürchte, oft so ähnlich wie gerade oben beschrieben. Ich befürchte, dass unser Leben oft in vielen, vielen, und ich sage, wir reden hier von Zeit, ein Tag hat 24 Stunden. Und wenn wir jetzt diesen Tag wirklich mal splitten, ja, in Zeit, die wir für uns nehmen, für unser Leben nehmen, für unser Vorankommen nehmen, für unser, ich sag mal, Weiterkommen in dieser Welt. Ich verstehe, dass einige Sachen notwendig sind. Es geht jetzt nicht darum, dass man alles außer Acht lässt. Darum geht es heute nicht. Es geht aber um die freie Zeit, die mir bleibt. Womit verbringe ich sie? Mache ich mir Gedanken um dieses unvergängliche Reich? Oder verschleudere ich sie? Und ausgehend von dieser Tatsache, ausgehend von diesem Fakt, dass das neue Reich kommen wird, kommen wir zum zweiten Punkt. Nur die unerschütterlich ist, wird dieses Reich empfangen. Das, warum dieses 12. Kapitel geschrieben worden ist, es ist ja nicht einfach bloß eine Information. Der Schreiber, der das hier niedergeschrieben hat, er hat das Ganze ja mit einer Absicht getan. Dieses Ganze hat ja einen Adressaten. Es hat Christen gegeben. Es hat dort Menschen gegeben, an die das gesprochen worden ist. Ja, und wir verstehen, es ist heute an uns gesprochen. Dieses Wort, es spricht zu uns. Der Schreiber, er sagt hier, lieber Mensch, lieber Christ, liebes Kind Gottes, du, der du weißt, der du dir Gott das offenbart hat, dass alles um dich herum vergehen wird, du hast doch eine Herausforderung, du hast doch eine Berufung, du hast eine Aufgabe. Und wenn wir dieses ganze Kapitel uns anschauen, dann verstehen wir, warum das geschrieben worden ist. Die Menschen, an die das geschrieben ist, waren nämlich alles andere als unerschütterlich. Derjenige, der das gelesen hat, an den das geschrieben ist, wir heute, ja, es ist an die geschrieben, bei denen alles andere ist als Fundament, alles andere ist als Festigkeit. Das Kapitel beginnt und sagt, lasst uns ablegen. Das bedeutet, es gibt Missstand. Das bedeutet, da ist nicht alles okay. Und wenn wir uns mal die Verse rausnehmen, ich werde sie nur einzeln aufrufen, wir werden das nicht das ganze Kapitel durchgehen. Es beginnt in Vers 4, da heißt es, ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht gewonnen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Es ist noch gar nicht alles gewesen, das, was ihr bis jetzt erlebt habt. Und dann beginnt er und er sagt, wenn Gott euch erzieht, dann habt ihr damit ein Problem. Dann kommt ihr damit nicht klar. Dann ist es etwas, was euch nicht gefällt. Ihr wollt das Angenehme. Ihr wollt das Schöne, das Gute. Ihr wollt einen lauen Wind. Ihr wollt eine Erfrischung. Er sagt aber, sei nicht unwillig, wenn Gott dich darin anhält. Er sagt, wenn du Sohn bist, wenn du Kind bist, dann wirst du vom Herrn erzogen. Dann lass das über dich ergehen. Lass dich schleifen, lass dich formen. Unter dem Bewusstsein, dass du unerschütterlich werden musst. In dem Zustand, in dem du bist, so weich, so fügig, so ja, wie die Fahne im Wind, wirst du dieses Reich nicht ererben. Und deswegen sagt er hier, wenn der Herr dich erzieht, dann freue dich. Denn die Folge dessen ist Unerschütterlichkeit. Und dann fährt er fort. Er sagt im Vers 12, darum richte die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf. Richte sie auf. Was heißt das? Das bedeutet, es war Müdigkeit da. Es war Wankelmut da. Hinken vielleicht auf beiden Seiten. Ein bisschen Gott, ein bisschen Gottesdienst, ein bisschen Gebet, aber auch ein bisschen Welt, ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude. Und er sagt, tu das nicht. Richte das wieder auf, werde fest, werde unerschütterlich. Denn dieser Tag wird kommen. Der Moment wird kommen, in dem wird das verwandelt. Und dann kommt alles und dann hängt alles davon ab, ob du unerschütterlich bist. Und er sagt, Vers 13, und du bist lahm. Mache
Heilung für deine Lahmung. Tue das weg von dir, fange an wieder zu gehen. Ja, tue das weg von dir und fange an zu wirken. Und er warnt vor Unzucht, ein Riesenproblem unserer Zeit. Er warnt vor Spaltung, vor Unfriede. Alle die Dinge, die uns heute betreffen, wir sehen das, wir beobachten das. Und er sagt, es soll so nicht sein. Und dann kommt er an den 25. Vers, wo er das alles zusammenfasst und sagt, wenn ihr das alles hört, wenn ihr das versteht, dass nur der Unerschütterliche das empfangen wird, dann weist nicht den ab, der redet. Liebe Jugend, ihr habt heute alle die Wahl. Ihr habt heute die Wahl zu sagen, das interessiert mich nicht die Bohne. Das ist mir ganz egal, was er da sagt. Das ist mir so, das geht, ich gehe hier raus, so wie ich gekommen bin. Oder wir sagen, das ist für mich. Der Heilige Geist redet heute und hier zu mir, weil er will, dass ich unerschütterlich werde. Weil er will, dass ich Teilhaber werde an seinem Reich. Weil er will, dass ich ewige Freude erlebe. Und deswegen bist du heute hier. Und er heißt in Vers 14, jagt dem nach mit allen unter Heiligung. Warum? Weil ihr den Herrn sonst nicht sehen werdet. Mehr Ernst geht nicht. Mehr Ernst ist nicht drin. Er hätte das nicht schärfer schreiben können. Er sagt, lieber Mensch, wenn du diese Dinge in deinem Leben nicht ausräumst, wenn du nicht klar Schiff machst, wenn du nicht sauber machst, dann wirst du untergehen mit dem erschütterlichen Reich. Du wirst versinken und es wird keine Hoffnung geben. Deswegen räume auf. Er fängt an und sagt, leg ab die Last und die Sünde. Vers 1. Und dann wird die Gnade Gottes in dein Leben kommen. Denn Erschütterliche werden kein Teil am Unerschütterlichen haben. Die ganze Angelegenheit ist also alles andere als ein Selbstläufer. Diese ganze Sache, Paulus hat gesagt, alle laufen in diesem Lauf, jeder. Jeder rennt, jeder bemüht sich, aber nur einer kann gewinnen. Was will er sagen? Er sagt, lauft so, dass ihr das auf jeden Fall gewinnt. Lebt so, dass ihr diese Gewissheit in eurem Herzen habt, dass ihr ganz vorne seid, dass ihr diejenigen seid, die nachher die rote Schnur durchtrennen werden, dass ihr diejenigen seid. Wir sind oft so geneigt, um uns zu vergleichen. Wir sagen, die Leute neben mir, die leben auch nicht so. Die leben das anders. Die leben das entspannter. Die kriegen das alles unter einen Hut. Paulus sagt, das funktioniert nicht. Du musst der Erste sein. Du musst derjenige sein, der den Anspruch hat, unerschütterlich zu sein. Wenn einer von der Klippe springt, wirst du auch nicht springen. Wenn einer fahrlässig handelt, wirst du ihn doch nicht kopieren. Und Paulus sagt, mach das so, kämpfe so. Nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern wie einer, der gewinnt. Festhalten, um nicht zu verlieren. Und wir kommen, wenn wir also jetzt verstanden haben, dass das Unerschütterliche kommt, wenn wir verstanden haben, dass nur der oder diejenige das empfangen wird, die selber unerschütterlich sind, dann kommen wir zwangsweise zu dem Aufruf, zu dem Appell, dass wir sagen, lass dich nicht erschüttern. Manch einer wird jetzt zu mir sagen, weißt du eigentlich, was da draußen los ist? Weißt du eigentlich, was da gerade abgeht? Weißt du, wie die Menschen dort leben? Weißt du, womit sie sich beschäftigen? Ja, ich weiß das. Ich weiß das. Aber Gott hat keine Ausnahme für die Jugend des 21. Jahrhunderts gemacht. Gott hat die Regeln nicht aufgeweicht. Er hat sein Wesen nicht verändert. Wir lesen das im nächsten Kapitel, dass Jesus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit bleibt. Und nur weil sich ein Zeitgeist ändert, nur weil sich die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft ändern, bedeutet das nicht, dass Gott sich ändert. Bedeutet das nicht, dass Gott sein Wesen anpasst, sondern der Gott von Adam, der Gott von Eva, von Abraham, von Isaac, Jakob und all den Menschen. Es ist heute der gleiche Gott. Und er spricht sein Wort heute auf die gleiche Art und Weise. Es werden wirklich noch, die Winde werden rauer werden. Ja, die Umstände werden schwerer werden. Ja, wir sehen das. Wir sehen, wohin unsere Gesellschaft sich bewegt, in welche Richtung. Ich habe diese Woche mit einem angehenden Lehrer gesprochen. Ja, er macht gerade bei uns Praktikum im Betrieb und er soll später Englisch und noch irgendwas unterrichten. Und ich habe mich so ein bisschen mit ihm unterhalten und mich so ein bisschen ausgetauscht. Und diese neue Generation,
Sie hat überhaupt keine Berührungsängste mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Die ganzen Moralvorstellungen, alles, was die Bibel sagt, dass es gut ist, davon wird gesagt, dass es schlecht ist. Alles, was schlecht ist, ist gut. Das kann nicht funktionieren. Und es wird nur derjenige bestehen können, der unerschütterlich ist. Ja, wir haben, Menschen haben diese Eigenschaft, wir suchen oft konform zu sein. Wir wollen nicht anecken. Ja, wir haben die Eigenschaft, wir wollen gerne abrunden. Ja, wir suchen den kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir suchen irgendwie eine Basis, auf der wir irgendwie noch zusammen gehen können. Das ist aber nicht biblisch. Die Bibel sagt, willst du Jesus folgen, dann wisse, dass du anecken wirst. Dann wisse, dass du nicht verstanden werden wirst, dass du verfolgt werden wirst, dass die Welt dich hassen wird für deine Meinung. Wir haben wirklich gesprochen über Familienbilder. Wir haben gesprochen über Erziehung. Und wenn ich sehe, was da kommt, dann verstehe ich, dass nur der Unerschütterliche bestehen wird. Und jetzt verstehen wir, dass die Reiche dieser Welt vergehen. Wir haben darüber gesprochen, wir verstehen, dass das Ganze irgendwie herausfordert. Dass das eine Entscheidung ist, die jeder von euch persönlich treffen muss. Ich kann sie nicht für euch treffen, ich würde es gerne. Ihr könnt sie nicht für mich treffen, ich habe sie getroffen. Aber man kann zu dieser Tatsache keine neutrale Meinung haben. Entweder ist man der unerschütterlich ist, oder man ist der erschütterlich ist. Ich möchte aber sagen, dass du, der du heute da bist, ich möchte dir Mut machen, dass du dich nicht erschüttern lässt, dass du dich nicht erschüttern lässt von der Sünde, ja, die, wie es hier heißt, uns immer umringt, die immer da ist, die neben uns steht und wo der Teufel jede Lücke versucht zu nutzen, um uns zu Fall zu bringen. Dass du dich nicht erschüttern lässt vom Teufel, der dir permanent Lügen flüstert und ihr sagt, du kannst es einfacher haben. Ich habe unlängst, ungefähr ein Jahr, ein Gespräch gehabt mit einem jungen Menschen und er war dort auf wirklich einem gefährlichen Weg und ich habe zu ihm gesagt, das funktioniert nicht. Das, was du machst, so wie du lebst, du wirst scheitern. Und er hat zu mir gesagt, ja, weißt du, ich glaube schon, dass ihr im sicheren Boot sitzt. Ich glaube das. Aber ich glaube, es geht auch einfacher. Heute ist dieser Mensch, der es einfacher haben wollte in der Welt. Du aber, der du heute da bist, du, der du heute hier bist, zu dem der Heilige Geist spricht, sollst unerschütterlich sein. Du sollst dich nicht erschüttern lassen, denn die Reiche dieser Welt, sie werden vergehen. Dieses Reich, das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit, es wird kommen. Und vielleicht sitzt du hier und du merkst, dass du diesen festen Zustand noch nie hattest. Dass das, worüber hier gesprochen wird, dass du das gar nicht einordnen kannst. Dass du merkst, dass du das nicht besitzt, aber auch noch nie besessen hast. Vielleicht bist du hier und du hast es gehabt, aber du hast es verloren. Vielleicht gab es eine Phase in deinem Leben, wo du stark warst, wo du fest warst, wo du unerschütterlich gewesen bist. Aber an einem Moment warst du nicht wachsam. Du bist gescheitert, du bist gefallen und der Teufel hat dich betrogen. Vielleicht bist du müde geworden, wankend, so wie es in Hebräer geschrieben steht. Vielleicht hast du deine Heilsgewissheit irgendwo verloren und du lebst in dieser Ungewissheit. Lass dir gesagt sein, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Weg zurück in die Unerschütterlichkeit. Selbst wenn du das noch nie gehabt hast, wenn Jesus nie Herr in deinem Leben gewesen ist, du kannst heute hier und an diesem Ort das empfangen, wovon es hier heißt, dass der, der es bekommt, dieses neue Reich erbt. Du bist heute eingeladen, aus dieser Verzweiflung, aus diesem Unbändigen rauszukommen, hinein in das Licht. Hinein in das Feste, in das Fundament zu erhalten. In meiner Jugendzeit waren wir mal in einem Jugendtreffen und ich war in einer Phase, wo ich gekämpft habe. Ich habe starke Kämpfe gehabt und hat Gott gesprochen, auch auf einem Jugendtreff, so wie heute, und da kam ein Gefäß und das sprach zu mir und sagt, du denkst, du stehst. Du denkst, du bist fest. Du denkst, du bist unerschütterlich. Aber unter dir ist kein Fundament. Lass dich stellen auf dieses feste Fundament. Ich bin rausgegangen, ich habe für mich beten lassen. Ich habe Gott alles hingelegt, gesagt, Gott, koste es, was es wolle, mach mich fest, mach mich unerschütterlich. Ich will nicht untergehen mitsamt diesem Reich hier. Und der Herr war gnädig. Und der Herr will auch dir auch heute gnädig sein. Ein Leben ohne Jesus ist leer. Ein Leben ohne Jesus
ist wie eine ungelöste Frage. Es ist wie ein immer fortwährender Durst, ein nie zu löschender Hunger. Es ist kraftlos. Selbst wenn man sich alle Freude in der Welt annimmt, selbst wenn man alles mitnimmt, alles gibt, bleibt eine Enttäuschung im Herzen, eine Hoffnungslosigkeit und eine Verzweiflung. Wenn man einzeln redet von Mensch zu Mensch, dann geben die meisten zu, ja, es ist nicht das, was ich suche. Es ist nicht das, was ich will. Es ist nicht das, was mich treibt, weil das alles vergeht, weil das alles erschüttert wird. Ein Leben ohne Jesus ist erdrückend und ruhelos. Mit Jesus ist aber alles das Gegenteil, weil Jesus die Erfüllung von allem ist. Jesus ist das Fundament. Er kann dich heute unerschütterlich machen. Und du kannst es heute bekommen. Du kannst es heute empfangen. Du kannst Teilhaber werden eines unerschütterlichen Reiches. Du bist heute vielleicht gekommen, matt und müde. Du kannst hier heute rausgehen, stark und fest. Es liegt alles an dir. Heute redet der Heilige Geist zu einem jeden Herzen. Und ich bitte dich, ich flehe dich an. Ja, ich rufe dir zu. Lass den Heiligen Geist heute zu dir reden. Lass heute hier für dich beten. Lass heute, kapituliere vor diesem Reich, um das Unerschütterliche zu empfangen. Ja, gebe alles auf, lass alles los und folge ihm nach. Und wir werden gleich ein Gebet machen. Wir werden gleich beten, liebe Jugend. Und wir werden beten, dass Gott heute und hier an diesem Tag wirkt. Wir werden beten, dass viele heute, wenn sie durch die Türen gehen werden, dass sie gehen stark und unerschütterlich und sagen können, ich habe Gott erlebt. Und das ist das Herrlichste, was dir passieren kann. Deswegen, liebe Jugend, lass uns wirklich im Geiste alles beiseite räumen. Lass uns alle unsere Sorgen, unsere Jobs, unsere Ausbildungen, egal wo wir gerade stehen, es geht heute um alles. Es geht um dein Seelenheil. Es geht darum, dass du Teilhaber wirst an diesem unerschütterlichen Reich. Und deswegen, lasst uns, die Bibel sagt, wenn ihr heute seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Seid dabei, öffnet euch. Und wir werden jetzt gleich ins Gebet gehen. Und wir werden beten und wir werden Gott anflehen, dass er wirkt, dass er wirklich Herzen berührt. Und wenn wir heute nachher den Ruf haben werden, unser Leben in Ordnung zu bringen, wenn wir die Möglichkeit haben werden, reinen Tisch zu machen, dass wir es nutzen, dass wir diese Gelegenheit gebrauchen und Teilhaber werden eines unerschütterlichen Reiches. Wir beten. Amen.
Wir haben vor ungefähr 2 Monaten einen Sohn bekommen und wir bekommen bis heute noch Geschenke. Und ein Geschenk war eine Ansammlung von kleinen Büchern mit Gleichnissen aus der Bibel, ziemlich simpel erklärt mit Bildern. Und die Geschichte von dem klugen und dem törichten Mann hat mir ziemlich gut gefallen, weil da einfach ganz simpel erklärt wurde, der kluge Mann, er geht und dann ist da so ein Mann mit Schweiß und er arbeitet hart und er baut dieses Haus auf einen Felsen. Und dann kommt der andere Mann, ziemlich schnell mit Holz, zack, draufgestellt und fertig. Und dann steht er ganz, ganz amüsantes Fazit. Dieser Mann war dumm. Ich glaube, dass wir dazu berufen sind, eben, so wie wir gerade gehört haben, ein unerschütterliches Reich zu bauen, beziehungsweise Teilhaber dieses zu sein. Wir sind dazu berufen, einen festen Grund zu bauen. Und es ist tatsächlich dumm, das nicht so zu tun. Und ich denke, auch der wesentliche Unterschied war, dass der eine Mann langfristig gedacht hat, der andere kurzfristig. Er hat die Arbeit gesehen, hat das ziemlich schnell gemacht und wollte schnell fertig werden. Aber dann kam der Regen. Ich arbeite jetzt als pädagogischer Betreuer oder mache ein Praktikum. Und ein Junge hat was ausgefressen und musste halt eine Strafarbeit machen. Er musste mit mir Gartenarbeit machen. Und er wollte unbedingt die Hecke schneiden. Und ich habe gesagt, nee, heute schneide ich die Hecke und du räumst hinterher. Und er wollte einfach nicht. Und dann habe ich ihn, ja, das war ein bisschen Kampf, aber auf jeden Fall habe ich ihn dann erklärt, Junge, es gibt im Leben Dinge, die können wir nicht immer haben und nicht immer sofort haben. Und nicht alles, was du willst und bekommen willst, das kannst du nicht immer haben. Sonst wären wir alle Bösewichte letztendlich, weil wir alle irgendwie egoistisch sind und wir würden alles immer das machen, was wir wollen. Das war so auf einer weltlichen Art der Versuch, ihm zu erklären, dass langfristige Ziele besser sind, dass Kurzfristigkeit und immer das, was ich jetzt haben will, nicht immer das Beste ist. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen mit meinem Papa ein Regal auseinandergebaut und er hat die Schraube nicht mehr getroffen, weil er älter wird. Und ich habe zu Papa gesagt, ja, weißt du, deine irdischen Augen werden immer schwächer, aber deine geistlichen, die werden immer besser. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir mit geistlichen Augen die Welt sehen, dass wir mit geistlichen Augen das Leben betrachten und nicht auf kurzfristige Dinge bauen. Heute ist es der Trend, dass wir immer nur kurzfristig denken, ein kurzfristiger Spaß, kurzfristiges Glück. Aber das Reich, wofür wir kämpfen, das hat lange Bestand, das hat ewig Bestand, das ist langfristig. Und wir werden gleich ein Lied hören, wo es heißt, schon lange klopfst du an und irgendwie habe ich dir noch nicht aufgetan. Und dann gibt es eine Wende und er sagt letztendlich, okay, ich bin bereit, ich möchte heim. Und meine Frage an uns ist einfach, sind wir bereit? Sind wir schon diejenigen, die geistlich sehen? Sind wir diejenigen, die langfristig sehen? Oder sind wir noch erschütterlich? Schmerz, Traum, die Trauer wird mir sein. Keine
bald ist die Zeit, denn du baust dein Königreich. Schon jetzt und noch nicht da, und dann wird die Hoffnung wahr.
Judas war ein Jünger von den 12. Er war ein Auserwählter. Er war im engen Kreis von Jesus. Judas hat Vertrauen von Jesus bekommen. Die Jünger wussten irgendwie doch, dass es muss irgendwie der Richtige sein. Es muss Messias sein. Sie haben Wunder getan. Sie wurden ausgesandt. Judas wurde ausgesandt mit den Jüngern. Und er hat selber Wunder getan. Er hat Vertrauen von Jesus geschenkt bekommen, indem er die Kasse verwalten durfte. Aber Judas hatte ein Problem. Und das Problem lag darin, dass er letztendlich mit Gnade gespielt hat. Schaut mal, ich glaube, dass Judas fest davon überzeugt war, dass Jesus Wunder tun kann und dass er Macht hat. Und er hat das oft gesehen in seinen 3 Jahren. Und eines Tages bekommt er die Möglichkeit, für 30 Silberlinge ein gutes Geschäft zu machen. Und ich kann mir, vielleicht ist das einfach nur jetzt hypothetisch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Judas gedacht hat, ja, Jesus wird schon aus der Sache rauskommen. Jesus sagt ein Wort oder er wird schon das klar machen. Aber so interessant, in dieser Geschichte küsst Judas den Jesus und ich kann mir gut vorstellen, er hat gewartet, okay, was macht Jesus jetzt? Wie löst er jetzt diesen Konflikt oder diese Situation? Und da steht aber geschrieben, Jesus sagte, das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und auf einmal geht das Spiel ganz anders los. Und ich kann mir vorstellen, wie Judas einfach damit nicht gerechnet hat. Aber er hat einfach gespielt. Er dachte, ja, Jesus macht das schon und das wird schon gut gehen. Ich mache mein kurzes Geschäft. Und sehr oft ist es in unserem Leben so, dass wir mit Dingen spielen, dass wir mit Gnade spielen, dass wir für etwas Kurzfristiges, für etwas leicht zu habendes, wertvolle Dinge eintauschen. Sogar manchmal unser Leben, unsere Ewigkeit. Lass uns mal einfach in diese Geschichte hineintauchen von Judas und daraus lernen. Thank you.
Blick ist das Letzte, was ich sah. Und ich war dir doch so nah. Doch du rennst weg und bereust, doch siehst keinen Weg zurück. Du wirfst dein ganzes Leben weg, nur für 30 Stücke Silber. Vor 2000 Jahren kam die wichtigste Botschaft aus einem Grab. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Jesus lebt. Halleluja. Jesus lebt. Wer glaubt daran? Hebt die Hand. Jesus lebt. Preis dem Herrn. Und das ist die Gnade, die wir heute wieder verkündigen, die immer von neu gebracht wird. Wisst ihr, diese wichtigste Botschaft, die verliert ihre Kraft nicht, auch im neuen Jahrhundert. Sie verliert sie nicht. Wir verkündigen sie heute euch. Jesus lebt. Es sind manchmal so einfache Dinge, die wir Menschen nie glauben, kennen oder vielleicht so halb glauben und einfach beraubt werden den Wichtigsten in unserem Leben, der Gnade. Um diese Gnade zu verspüren und im Leben sie zu erleben, müssen wir einfach glauben, dass Jesus mein Herr ist. Dass er mein Erretter ist, dass in ihm der ganze Segen ist. Glauben an den, der auf diese Erde gekommen ist. Glauben daran, dass Gott so sehr uns geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, dass alle, die daran glauben, nicht verloren gehen, sondern was? Das ewige Leben empfangen. Alle, die daran glauben. Und wenn wir daran glauben, das ist eben dieses feste Fundament, das unerschütterlich ist. Dieses Fundament hat einen Siegel und diesen Siegel hat Gott draufgelegt. Es ist mein geliebter Sohn. Und wer an ihm glaubt, der wird leben, wenn er auch stirbt. Das unerschütterliche Reich Gottes. Deswegen, wir, die wir heute zusammengekommen sind, zu diesem Fest, ich will es auch so nennen, Fest der Gnade. Ich möchte es wirklich für jeden, der heute verzagt hergekommen ist, verzweifelt hergekommen ist, der in tiefsten Sünde ist. Ich will an jeden sagen, Gott bietet dich die Gnade an. Gott bietet sie an. Er hat kein Ansehen der Person nicht. Nein. Wenn du sagst, dass Gott andere mehr liebt als dich, dann bist du ein Lügner. Wenn du meinst, dass Gott dich nicht lieben kann, dann bist du ein Lügner. Gott liebt alle Menschen. Gott hat kein Ansehen der Person nicht. Sondern die Gnade ist auch dir zuteil geworden. An jeden, der sich heute in diesem Raum befindet. An jeden. Ob du arm oder reich bist, ob du schwarz oder weiß bist, ist egal wer. Gott hat kein Ansehen der Person nicht. Gott hat seinen Sohn für alle Menschen gesandt. Alle, die an ihm glauben, werden leben. Ich lese uns ein Abschnitt aus dem Hebräer Kapitel 13, Vers 9. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegaben oder Speiseopfern, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Ich muss sagen, die Formulierung, die wir oft hören, was Gnade ist und verdienste Gunst, ist sehr billig. Aber leider mit unserer menschlichen Sprache können wir das anders gar nicht ausdrücken. Es ist einfach Gnade. Oft verstehen wir das selber nicht. Wir sind einfach mit unserem menschlichen Verstand so begrenzt, dass wir es gar nicht manchmal verstehen können. Ja. Klar, du fragst
stellst vielleicht diese Frage, wie kann Gott mich lieben? Stelle ich mich auch. Aber dass Gott mich liebt, ist eben Gnade. Amen? Es ist eben Gnade. Ja, wir verzweifeln an uns. Wir verzweifeln an uns selbst, weil wir oft versagen in unserem Leben. Aber eins bleibt sicher. Wenn du versagst, Gott versagt niemals. Wenn du aufhörst zu lieben, so sollst du wissen, Gott liebt dich trotzdem. Das ist Gnade. Wenn du heute gekommen bist und vielleicht dich gerechtfertigen willst vor Gott, dass du gute Werke hast, dass du irgendwas getan hast, dass du noch besser bist als die anderen, dann betrügst du dich selbst. Betrügst du dich selbst. Menschen fragen oft diese Frage, warum geschehen bei guten Menschen schlechte Dinge? Die Antwort ist, es gibt überhaupt keine guten Menschen nicht. Gibt es die? Jesus hat gesagt. Jesus hat es gesagt. Gibt es gute Menschen? Nein. Eigentlich alle wir verdienen den Tod. Wir haben alle gesündigt. Alle. Und trotzdem ist Gottes Liebe so groß, dass er seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, der grausam hingerichtet war. Auf brutalste Art und Weise, um einfach dich zu retten. Dich zu retten, dich zu befreien von der Sklaverei, dir die Angst nehmen, zu sterben, sondern einfach dich sagen, du bist geliebt und geliebt von Gott, geliebt von dem, der alles geschaffen hat, der dich geschaffen hat, geliebt von ihm. Das ist das Feste, was Gott geben tut. In Titus Kapitel 2, Vers 11, Titus Kapitel 2, Vers 11 schreibt uns, Paulus, denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen den ungöttlichen Wesen und die weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Denn uns ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Die heilsame Gnade Gottes. Uns erschienen. Brüder und Schwestern, liebe Jugend, wenn ihr meint, dass ihr mit eigenen Kräften euch retten könnt, dann habt ihr jetzt schon versagt. Wenn ihr meint, dass ihr sich von Sinnen befreien könnt aus eigener Kraft, habt ihr jetzt schon versagt. Wenn ihr meint, aus eigener Kraft gut zu werden, habt ihr versagt. Alles, was geschehen tut, geschieht durch die Gnade. Dann, wenn wir sich dieser Gnade ausliefern tun und Gott aus uns etwas machen kann, er wird aus uns was machen. Der an uns das Gute begonnen hat, er wird es auch vollenden. Ja, deswegen verlass dich nicht auf deine Kraft, verlass dich nicht auf dein Wissen, auf deine Erkenntnis, verlass dich nicht, verlass dich auf einen, der dich retten kann, der dich verändern kann. Das ist Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Er kann dich verändern. Das ist Gewissheit. Gott hat Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen gerettet denen, die an ihn geglaubt haben, die sich auf ihn verlassen haben. Eins, was wichtig ist in deinem Leben, es zu verstehen und begreifen. Es ist wirklich ein Geheimnis und das müssen wir alle verstehen. Ohne ihn kennen wir nichts, aber in ihm kennen wir alles. Das ist Wahrheit. Ohne ihn kennen wir nichts. Und wir müssen oft zugeben, dass wir das ganze Versagen ist aus einem Grund, weil wir sich auf uns verlassen haben. Weil wir gemeint haben, wir sind noch gut genug. Wir kennen das, wir schaffen das. Mit einmal sind wir in den tiefsten Sinnen getappt. Weil wir sich auf uns verlassen haben, nicht auf die Gnade. Deswegen noch einmal. Wie bekommen wir ein festes Herz? Wie bekommen wir ein festes Herz, um das zu glauben? Die Schrift, die Heilige Schrift wird uns offenbaren und sagt, durch die Gnade. Durch die Gnade. Ich bin nicht gerettet, weil ich Bischof bin. Ich bin nicht gerettet, weil ich Pastor bin. Ich bin nicht gerettet, weil ich so viel Gutes getan habe. Ich bin nicht gerettet, weil ich so fromm bin. Ich bin einfach gerettet aus Gnaden. Glaubt diese Wahrheiten. Das ist das Fundament unseres Glaubens. An das zu glauben, was Gott einmal verbracht hat in seinem Sohn Jesus Christus. In seinem Sohn Jesus Christus.
Und der soll für dich das größte Reichtum sein. Der soll dein Vergnügen werden in deinem Leben. Aber das kennen wir dann, wenn wir diese Gnade erkennen, wenn wir sich wirklich in den Strom dieser Gnade hineinwerfen und sagen, Gott, mach du es mir etwas, nach deinem Sinn. Wir singen dieses Lied. Mach du es mir etwas, aber bleib bei ihm. Renn von ihm nicht weg. Wenn du von ihm weggehst, macht Gott mit dir nichts. Aber wenn du zu ihm kommst mit deinen ganzen Problemen, mit deinen ganzen Schwierigkeiten, mit deinen schrecklichsten Sünden, wenn du zu ihm kommst, er kann dich verändern. Er kann dich zu einer neuen Kreatur machen, zu einem neuen Menschen machen. Er will dich wieder, oder du erlebst diese Wiedergeburt in seinem Sohn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, das Herz der Menschen hat den rechten Gegenstand verloren, wenn es lieben könnte. Unruhig sucht er hier und da nach einem festen Halt. Es findet ihn irgendwo, bis es überwältigt ist durch unverdiente Güte, Gnade Gottes. Nichts anderes. Aurelius Augustin, einer der Kirchenväter, der Gott gesucht hat, aber sich sehr verstrickt hat in den Sünden. Er war, muss man sagen, ein Sexualsüchtiger. Ja, das schreibt er sogar, dass er wirklich in diesen verfallen war, aber trotzdem immer gesucht hat Gott. Und er wollte einfach es erkennen, wie man frei kann werden. Und er schrieb, wie wunderbar war es plötzlich für mich, das fruchtlose Freude los zu sein, die ich einst zu verlieren fürchtete. Du triebst mich von ihr fort, du, der du die wahre Freude, die souveräne Freude bist. Du triebst sie fort von mir und nahmst ihren Platz ein. Du, der du wunderbar bist, als alles Vergnügen. O Herr, mein Gott, mein Licht, mein Reichtum und mein Heil. Dann, wenn Gott für dich alles wird, dann wirst du nichts mehr suchen in deinem Leben. Du wirst nicht mehr Vergnügen in den Sinnen suchen. Du wirst nicht mehr Vergnügen in diesem zeitlichen Leben suchen. Du wirst es nicht mehr suchen, sondern du wirst das Vergnügen in Gott suchen, in ihm es finden und wirst wirklich glücklich sein. Du wirst die Freude erleben, die du noch nie verspielt hast. Und es ist so, oft haben wir Angst, irgendwas loszulassen. Ja? Sünde oder irgendwelches Vergnügen, wir haben es Angst. Ich sehe es ganz oft immer, Jugendliche, die zu Gott wollen kommen, aber sie haben Angst, irgendwas in der Welt loszulassen. Weil sie haben Angst, verlieren ihr Vergnügen. Aber dann, wenn sie ihn gefunden haben, wo sie das echte Vergnügen gefunden haben, Geschwister, ist die Freude einfach unbegreiflich. Das kann man mit menschlicher Sprache gar nicht beschreiben, was das ist. Wir suchen das Alte nicht mehr, sondern wir haben das gefunden, was wir brauchen. Wir haben das Vergnügen wirklich gefunden in Gott. Und Gott hat Reichtümer, die kein Ende haben. Ja? Er hat uns gegeben Gnade auf Gnade. Das heißt, die Gnade nimmt kein Ende nicht. Gnade auf Gnade, alles für dich erdacht. Gott will immer mehr geben. Aber er gibt es nur dann, wenn du wirklich das Vergnügen in ihm finden wirst. In Jesus Christus. Das Vergnügen in deinem Bräutigam, der dich sehr lieben tut. Der dich alles schenken will. Den ganzen Reichtum des Himmels. Einfach geben will und schenken will. Aber du musst loslassen. Du musst von diesem weggehen. Du musst zu ihm kommen. Du hast diese Kraft nicht, aber komm zu ihm, er gibt dir diese Kraft. Er hat sie, sie ist in ihm, in den Sohn Jesus Christus. Martin Luther, der lange Jahre versucht hat, fromm zu leben und immer enttäuscht war, immer kaputt war, er hat das Wort oder diesen Satz Gottes Gerechtigkeit gehasst, weil er sie nicht erreichen konnte. Ein Mensch, der sich bemüht hat, fromm zu leben, er hat gefastet bis 100 Tage im Jahr, hat gebetet stundenlang, hat Sinnenbekenntnis gemacht bis 6 Stunden, dass die Priester schon müde waren, sein Sinnenbekenntnis anzunehmen. Aber er ging immer leer weg. Er war verzagt. Eigentlich im Inneren hat er Gott gehasst. Er hat Gott gehasst, bis er nicht verstanden hat das Geheimnis. Der Gerechte wird des Glaubens leben. Brüder und Schwestern, bis wir diese innere Kraft nicht haben, werden wir nichts schaffen. Das heißt, bis wir sich Gott nicht ausliefern
und sich hingeben und sagen, Gott, ohne dich kann ich nichts. Ich brauche dich. Wenn du wirklich anfängst zu suchen, du wirst immer diese göttliche Kraft finden, die dich verändern kann. Du wirst verstehen, dass sie in ihm ist, sie ist da. Wenn du sagst, du schaffst es nicht, du schaffst es auch wirklich nicht, aber in ihm schaffst du es. Wenn du sagst, ich kann nicht weiter, du hast recht, du kannst doch weiter nicht, aber in ihm kannst du weitergehen. Und deswegen, liebe Jugendlichen, alle, die wir heute versammelt hier sind, es ist so wichtig in unserem Leben, einfach verstehen, wie es einmal Johann Calvin gesagt hat, oder Johannes Calvin gesagt, die Majestät der göttlichen Gnade brauchen wir Tag für Tag. Und in diesem Strom der Gnade dürfen wir als Kinder Gottes sich baden. Wir dürfen da drin verweilen. Und ich will sagen, Menschen, die das erkannt haben, Menschen, die das erkannt haben, die haben ein ganz anderes Denken. Die haben ein ganz anderes Verlangen, weil Gott dieses Verlangen in dir hineingelegt hat. Und ich will sagen, wenn wir auf dieser Erde alles verlieren, aber Jesus haben, die haben wir nichts verloren. Wenn Deutschland von der Karte verschwindet wird und Deutschland nicht mehr Deutschland wird sein, das ist nicht keine Katastrophe. Aber wenn du die Gnade, von der Gnade weg ist, das ist das Schlimmste in deinem Leben. Ich höre immer, wie Leute, junge Leute sogar sterben wollen für ihr Vaterland. Sie wollen sterben. Ich habe auf dieser Erde kein Vaterland hier nicht. Mein Vaterland ist dort. Und das ist gesichert. Das verschwindet niemals nicht. Dieses Reich ist nicht sicher. Wo die Grenzen nach 10 oder 20 oder 30 Jahren verlaufen werden, wisst keiner von uns nicht. Das wissen wir nicht. Aber das himmlische Reich, da wird keiner die Grenzen verrücken können. Es ist von Gott gesichert und gesichert für uns. Wenn wir hier dieses Zeitliche verlassen werden, Brüder und Schwestern, wir werden gehen auf goldenen Straßen. Wir haben Wohnungen, die Gott bereitet hat. Wir werden sehen unseren Herrn, der die Sonne sein wird. Das heißt, da wird kein Licht mehr nicht sein. Die Sonne sein wird. Dieses unerschütterliche Reich kann keiner besiegen. Und alle Leute, die auch hier es vielleicht verneinen und nicht daran glauben, es verändert sich trotzdem nichts. Nichts. Gott ist da, wo er immer war. Er bleibt es. Und am Ende von unserem Leben wird er die Heiligen begrüßen, die auf seine Gnade gehofft haben, die geglaubt haben an den Sohn Jesus Christus. Das ist das feste Fundament, das unerschütterliche Fundament. Das ist das unerschütterliche Fundament. Ich muss sagen, wir lesen die Namen der Glaubensmänner, ja, und sehen ihr Leben. All diese Menschen, die haben sich verlassen nur auf Gott. Sie haben sich nur verlassen auf die Gnade Gottes. Deswegen haben sie das Reich erlangt, das Gott ihnen verheißen hat. Mose, der eigentlich alles verlassen hat, ja, das Königtum praktisch verlassen hat und wollte lieber mit dem Volk Israels leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Lieber, weil er geschmeckt hat die Gnade Gottes, weil er erkannt hat, Gott, der bleibt in aller Ewigkeit. Er verstanden hat, dass für ihn ein Reich bereitet ist, das nicht vergleichbar mit diesem irdischen Reich ist. Nicht vergleichbar. Und das hat Gott eben seinem Volk und seinen Auserwählten gegeben. Deswegen, Brüder, ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben, und das möchte ich uns heute noch vorlesen. Da, wo wir klein werden und Jesus groß, der die Abgründe unseres Herzens aufgedeckt und die Unendlichkeit der Gnade sich auftut, da und auf keinem anderen Wege, unter dem Kreuz des Herrn Jesus, wird das feste Herz gefunden. Wenn alle köstlichen Dinge wertlos werden, behält das Herz seinen Wert. Die Gnade. Und das brauchen wir. Das brauchen wir. Deswegen glaub nicht diesen Unwahrheiten, dass Gott dich nicht liebt. Glaub nicht diesen Unwahrheiten, dass für dich mehr keine Gnade ist. Glaub nicht diesen Unwahrheiten, dass du es nicht schaffen wirst. Glaub nicht. Glaub an Jesus Christus. Und dann wirst du alles schaffen in ihm.
Er ist unsere Kraft. Und was ich noch sagen will, er ist unsere Gerechtigkeit. Glaubst du das? Er ist unsere Gerechtigkeit. Deswegen, wenn du auf dich immer gucken wirst, du wirst verzweifelt in deinem Leben sein. Weil du wirst dich immer oft einen Haufen von Dreck sehen. Du wirst immer den Versager sehen, das sind wir, du wirst es sehen. Aber glaub an das, dass seine Gerechtigkeit, deine Gerechtigkeit, das sind nicht meine Worte. Das sind Worte des Evangeliums. Das sind Worte der Gnade, der Wahrheit. Das ist deine Gerechtigkeit. Und wenn du anfängst, an diesen zu glauben, wenn du das immer wieder dir zu sagen wirst, zusprechen wirst, du wirst sehen, wie dein Leben sich verändern wird. Du wirst von diesen ganzen, von der ganzen Lust der Welt frei werden. Brüder und Schwestern, es ist eben wichtig, dass wir an diesen Dingen glauben und daran sich halten. Das heißt, immer wieder sie wiederholen. Und ihr werdet sehen, wie ihr verändert wird durch diese Gnade. Durch dem, dass ihr diese Botschaften glaubt. Sie sind so einfach. Sie sind so einfach. Aber ich muss sagen, in den Gesprächen, in der Seelsorge, sehe ich, wie Menschen diese Einfachheiten nicht glauben. Die besiegelt sind mit dem Blut Jesus Christus. Das sind wahre Verheißungen. Deswegen Begnadigte halten sich fest an der Gnade. Sie halten sich fest. Sie gehen davon nicht weg. Wenn sie auch fallen. Ich möchte noch eine Botschaft sagen, die eine Botschaft wahr für uns alle ist. Und wenn jemand gesündigt hat, dann haben wir einen Fürsprecher. Wo? Im Himmel. Der zur rechten Hand Gottes ist dort. Er ist dort, er bleibt es. Deswegen, wir haben einen Tag der Gnade. Heute frei werden von Sünden. Loswerden von der Sklaverei. Nicht gebunden bleiben, sondern wirklich frei und Gott lieben. Gott lieben. Und ihm einfach anvertrauen sein Leben. Die Scham muss weg. Du musst einfach erkennen, dass du ein Sünder bist. Das wollen wir oft nicht, stimmt? Wir wollen ja nicht wissen, dass der Nachbar sehnt, dass ich ein Sünder bin. Aber wir sind alle Sünder. Durch die Gnade sind wir gerettet worden. Und in ihm werden wir frei. In ihm werden wir los von der Sünde, von den ganzen Banden, von den ganzen Ängsten, von der ganzen Verzweiflung. In ihm werden wir los. Und unsere Verzagtheit, unsere Ängste und alles, was wir in unserem Leben haben, ist aus einem Grund, weil sie sich von ihm distanziert haben. Je näher du zu ihm kommst, je freier wirst du. Je näher du zu ihm kommst, je mehr Freude wirst du in deinem Leben haben. Je mehr Vergnügen wirst du in Gott haben, in das Reich Gottes haben. Je mehr wird dich der Himmel offenbart werden und die Gerechtigkeit Gottes wird sichtbar für dich werden. Du wirst sehen, das, was du brauchst in deinem Leben, und das andere wird alles wertlos. Das heißt, überhaupt keine Bedeutung in deinem Leben haben. Du wirst verstehen, dass Gott alles in deinem Leben ist. Dass Gott dein Reichtum ist. Das nächste Bedürfnis, das wir Menschen haben, ist Gott. Und nach dem sollen wir suchen. Den sollen wir anbeten. Deswegen, wir heute, wir befinden sich auf einem sehr glücklichen Ort. Weil in dieser Mitte heute Jesus Christus da ist. Amen. Amen. Können wir nochmal lauter sagen, Jesus Christus ist da. Jesus Christus lebt. Jesus Christus ist unser Retter. Jesus Christus ist gegenwärtig da und hat sich, er kümmert sich um dich. Die ganzen Botschaften, die heute gesandt sind, sind von seinem Thron gesandt für die Gemeinde, für die Jugend. Gesandt, um dich zu retten. Um dich einfach umarmen und sagen, noch einmal, bestätigen dieses Wort, ich liebe euch. Ich liebe euch mit, nicht mit menschlicher Liebe, sondern mit göttlicher Liebe. Ich liebe euch ganz besonders und ihr seid wertvoll in den Augen Gottes. Ein jeder, sehr kostbar. Und das soll die Botschaft heute für dich sein. Gott will dich befreien von Sünden. Gott will die Angst wegnehmen. Wir haben heute die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen. Einfach dem Teufel Nein zu sagen. Der Sünde Nein zu sagen. Das Leben in den Händen Gottes zu legen. Das Leben ihm anvertrauen. Und sagen, Gott, du sollst leben in meinem Herzen. Mache Platz für ihn. Gib ihm Raum in deinem Herzen. Um das Vergnügen im Gott zu haben. Geschwister, ihr werdet das merken, dass nichts Vergleichbares auf dieser Erde ist mit dem, was Gott uns geben will und gegeben hat. Nichts Vergleichbares. Das sind alles zeitliche Vergnügen, von denen du einfach müde, satt und verzagt wirst sein. Aber das, was Gott dich offenbaren wird, was Gott dich geben wird, du sollst von einer Freude in die andere kommen.
Du sollst von einem Vergnügen in den anderen kommen. Du sollst das Reich Gottes hier auf dieser Erde schon erleben. Du sollst für ihn hier wirken auf dieser Erde. Du sollst von ihm gebraucht werden. Und das soll dir wirklich Freude machen und Vergnügen machen. Das ist das, was Gott verlangt hat und dich sehen will. Aber glaub an seinen Sohn Jesus Christus. Glaub mit einem reinen Herzen. Glaub ganz und liefere dich ihm ganz aus. Ich denke, das größte Problem in unserem Leben ist, dass wir so ein geteiltes Herz ganz oft haben. Wir wollen noch ein bisschen in dieser Welt leben, das genießen und wollen aber auch nicht von Gott weggehen. Aber ich will eins sagen, das ist eine Torheit. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Es bringt überhaupt nichts. Wisst ihr, mit dieses Halbherzige können wir die Gnade Gottes nicht spüren. Mit dieses Halbherzige können wir das nicht verstehen und nicht begreifen, das, was Gott geben tut. Es wird sich nur dann offenbart in deinem Herzen werden, wenn du das ganze Herz öffnest und sagst, Gott, du sollst leben in mir. Du sollst mit mir regieren. Das heißt, du sollst alles bestimmen, was wir heute gehört haben von Jüri. Du, Herr, sollst bestimmen, wo ich hingehen tue. Du, Herr, sollst bestimmen, wie ich mit meinen Finanzen umgehen tue. Herr, du sollst bestimmen, was ich überhaupt in meinem Leben machen soll, welchen Beruf ich erlernen tue. Es soll alles von dir bestimmt werden. Herr, du sollst zeigen. Und dann werden wir glücklich sein. Dann werden wir schmecken den Himmel. Schmecken diese Gnade. Schmecken das, was Gott bereitet hat. Geschwister, einfach diese Speise des Himmels genießen. Gnade auf Gnade. Und Gott will es, glaubt mir, wir hören immer von unseren Brüdern, von Schwestern, von die was erlebt haben. Aber glaubt mir, dass Gott für die heutige Zeit noch viel Größeres vorbereitet hat. Das ist Amen. Gott will auch der heutigen Generation was schenken. Er will nicht, dass wir in diesen zeitlichen Genuss hineinsteigen und unser Leben verlieren tun. Nein, Gott will uns das Himmlische geben und will uns wirklich auch heute Wunder zeigen. Er will sich heute offenbaren und Prophetie geben. Er will die ganze Begabung, die Gott verheißen hat, genau heute auch euch geben. Aber es ist eins, sich ihm ausliefern. Diesen einen Schritt zu machen. Er soll wirklich von einem reinen Herzen kommen. Es soll dein Wunsch sein. Gott will deinen Willen nicht bestimmen. Gott will, dass du diesen Schritt alleine machst. Gott will, dass du freiwillig zu ihm Ja sagst. Zu dem, der heute auf dem Throne sitzt. Glaub mir, auch dieser Gottesdienst macht ihm große Freude. Er macht ihm Freude, dass seine Kinder sich versammelt haben zu seinen Füßen. Hier versammelt haben und zusammen den Namen des Herrn anbeten wollen. Ihm die Ehre bringen. Spüren wir seine Gnade heute hier in diesem Raum? Spürst du Jesus, deinen Retter? Hast du wirklich das Herz bereitet für ihn und sagst, ja, Jesus, ich will gerne. Wenn ja, lass uns jetzt einfach auf den Knien gehen. Und wenn jemand bereit ist, hier sein Leben übergeben, Gott, du darfst das heute machen. Ich will dir eins sagen, über einen jeden Sünder freuen sich die Engel im Himmel. Sie freuen sich, weil ein Sünder, der Buße tut, ist gerettet vom Tod und das will Gott nicht sehen. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Gott will, dass alle, die zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und das ewige Leben empfangen. Das will Gott haben. Das ist sein Wille. Und den tun wir heute kund. Jesus lebt. Wir werden beten. Amen. Mein Herz. Herr, vergib.
halte mich fest, hilf mir deine Gnade zu sehen. Hilf mir, deine Gnade zu sehen.